die Profis des FC Augsburg war es eine intensive Trainingswoche. Nach der 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart gab es einiges aufzuarbeiten. FCA-Trainer Heiko Herrlich erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion und will im nächsten Spiel ein anderes Gesicht sehen. Das möchte keiner nochmal erleben, dass wir 27 Schüsse auf unser Tor bekommen. Und einige waren ja wirklich hochkarätig. Und da war es in der Analyse einfach nochmal wichtig, Basics anzusprechen. Wir sind hoch angelaufen, wir sind mutig und auch gut angelaufen. Aber dann muss man halt auch Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Aber ich glaube, eine große Stärke bei uns gerade zu Saisonbeginn, dass wir sehr kompakt und gut gemeinsam gegen den Ball gearbeitet haben und auch sehr zweikampfstark waren. Und das müssen wir wieder gerade gegen Bremen, die eine sehr zweikampfstarke Mannschaft ist, gerade auf den Sechserpositionen. Das müssen wir natürlich auch wieder leben und leisten. Die nächste Chance auf Punkte wartet am Samstag in Bremen. Und die will man beim FCA natürlich nutzen. Felix Udokai, der im letzten Spiel den gelb gesperrten Jeffrey Chaueleo als Kapitän vertreten hat, weiß um die Brisanz der Partie. Ja, sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube, die Bremer sind auch noch bislang nicht so zufrieden mit ihrer Saison. Wir sind auch nicht zufrieden, auch mit dem letzten Spiel nicht. Wir wollen da auch was gut machen, auch vor allem für die Fans, für alle drumherum und den FCA und wollen da angreifen. Die Bremer zählen bislang zu den Remis-Königen der Saison. Bereits 6-mal gab es für Werder ein Unentschieden. Jedes Mal lautete das Endergebnis 1:1. So auch zuletzt gegen Leverkusen. Zudem wartet die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt seit Oktober auf einen Heimsieg. Wir haben versucht, dem entgegenzuwirken über Verlegung der Ansprache vom Hotel ins Stadion, um es näher ans Spiel zu holen. Wir haben kleine Details probiert, wie Veränderung des Lichtes in der Kabine, um da eine andere Atmosphäre zu schaffen. Das ist alles der Versuch, aber da muss man auch ganz klar sagen, es darf keine Ausrede für irgendeinen Profi sein. Also das darf dich am Ende nicht beeinflussen. Und wir müssen zusehen, dass wir diese Heimbilanz verbessern. Und das ist unser klares Ziel für Samstag. Die Rot-Grün-Weißen haben etwas gut zu machen und brennen deshalb auf das Spiel im hohen Norden. Und vielleicht klappt es ja ähnlich gut wie beim letzten Aufeinandertreffen mit den Bremern.